Hallo und herzlich willkommen zu Road to Stadium 2, das Projekt, wo ich Pokémon Stadium 2 mit eigenen Pokémon meistern will. Das Prinzip ist ganz einfach. Durch selbst trainierte Pokémon aus den Editionen Gelb und Kristall werde ich versuchen, die Arenaleiter und die Turniere in Pokémon Stadium 2 zu schaffen. Und in Road to Stadium 2 seht ihr quasi die Vorbereitung in Pokémon Kristall. Anhand dieses Ladebildschirms seht ihr direkt, dass ich Pokémon Stadium 2 auch benutze, um Pokémon Kristall aufzunehmen. Macht ja auch Sinn. Das Spiel braucht ein bisschen länger beim Laden als die anderen Editionen, aber naja, das soll mich nicht davon abhalten, das einfach mal aufzunehmen. Und ihr merkt auch schon direkt, mal wieder kein Ingame-Sound, wie in dem quasi Ankündigungsvideo, was ich davor hochgeladen habe. Aber das liegt auch daran, dass mein Grabber irgendwie es nicht schafft, den Sound aufzunehmen. Aber keine Sorge, bald ist ein neuer Grabber auf jeden Fall bei mir im Hause. Ich muss es noch bestellen. So, das hier ist mein Team, ein Radfratz, Feuerriegel und ein Onix, das man ja direkt hier in Viola City gegen ein Knofenser tauschen kann. Und das Erste, was wir natürlich machen, wenn wir in die Stadt kommen, unsere Pokémon trainieren im Knofenser-Turm, damit man in der Arena nicht so ein schwieriges Spiel hat. Und naja, die ganzen Trainer, die hier im Turm sind, haben natürlich, wer hätte das auch anders gedacht, Knofenser im Team. Ist ja nicht umsonst ein Knofenser-Turm. Und ich finde, dass meine Pokémon gar nicht mal so schlecht sind, weil die ziemlich viel Schaden machen können. Ja, okay, bei Radfratz ist es auch kein Wunder, weil die ganzen Attacken, die es drauf hat, und zwar Tackle und Ruckzuckhieb, die Schaden machen, die machen ja auch Step-Schaden. Weil sind ja Normalattacken und die werden bei Radfratz ein bisschen stärker sein. Auch das Feuerriegel kann ziemlich gut austeilen auf Level 11 mittlerweile jetzt schon durch das Training hier im Knofenser-Turm. Ich wollte gerade sagen Pokémon-Turm, aber das stimmt gar nicht. Ja, an sich schneiden wir auch mal direkt hier bis nach oben, weil die ganzen Kämpfe gegen die ganzen Meister und Weisen und wie auch immer, die sind so ziemlich langweilig, deswegen skippen wir direkt nach oben, wo unser Rivale, der übrigens hier Juan heißt, ja, gegen den Meister gewonnen hat und uns voll labert mit irgendwelchem blödsinnigen Scheiß, dass die ganzen Pokémon doch nur zum Kämpfen da sind. Naja, im Großen und Ganzen stimmt es ja auch. Aber naja, sammeln wir erstmal das Fluchtseil, genau, hier ein und kämpfen hier gegen den Meister. Und ich würde sagen, hier in diesem Projekt werde ich ja natürlich nicht direkt alles zeigen, was man in Pokémon Kristall alles machen kann, weil das soll eher so eine, wie man es auch denken kann, bei Road to Stadium 2 eigentlich nur eine Vorbereitung sein für all die Kämpfe, die wir in Stadium 2 machen werden. Und ich zeige euch nur hier die wichtigsten Kämpfe, die man hier machen muss. Zum Beispiel hat hier eben der Kampf gegen den Meister, der an sich auch ziemlich einfach war mit Radfratz zum Beispiel, weil ihr seht ja, Radfratz macht schon ziemlich viel Damage mit seinen Step-geboosteten Ruckzuckhieben und Tackles. Ja, ich kann aber euch auch direkt sagen, dass dieses Team, was ich jetzt habe, und zwar Feuerriegel und Radfratz, natürlich nicht das nicht Bestandteil sind vor dem Team, was ich einsetzen werde gegen die ganzen Leute hier im Pokémon Stadium 2. Ich denke Feuerriegel schon, weil Tornupto ist an sich, was spezielle Angriffe ausmacht, schon gar nicht mal so schlecht. Aber es ist noch viel zu früh, um zu sagen, welche Pokémon man direkt nehmen sollte für die ganzen Leute hier in Stadium 2. Weil ich habe ja auch im Vorspann gesagt, dass auch Pokémon Gelb einen Anteil hat, die ganzen Pokémon dafür zu machen oder vorzubereiten. Aber das werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Parts sehen. Weil ich habe schon ein bisschen ausgemacht, was ich so alles mitnehmen würde. Ich werde natürlich auch mehrere Pokémon vorbereiten. Also nicht nur direkt ein Stock-Team, aka 6 Pokémon, benutzen, die ich das ganze Projekt lang in Pokémon Stadium 2 einsetzen werde. Nein, nein, ich werde mehrere Pokémon auf jeden Fall anzüchten, weil das Thema Zucht wird hier in Pokémon Kristall ziemlich groß geschrieben sein und das Züchten hier wird bestimmt ziemlich lange dauern, bis ich die ganzen Pokémon
zusammengezüchtet bekomme mit den ganzen Attacken. Aber das wird auf jeden Fall ziemlich spaßig werden. Und das wird ein sehr langwieriges Projekt. Jedenfalls haben wir hier den Marek besiegt. Und ja, dann heißt es wohl, wir müssen direkt runter in die Arena. Aber davor bekommen wir natürlich die VM05 Blitz. Mit Blitz können wir natürlich die dunkelsten Orte erhellen, sprich die ganzen Höhlen, wo wir noch reingehen können, wo wir nichts sehen. Und ja, direkt den Fluchtseil benutzen, damit wir hier direkt runter können. So, wir gehen auch, bevor wir in die Arena rein gehen, in den Pokémon-Markt und kaufen uns ein paar Tränke auf Vorrat und natürlich auch ein paar Pokébälle, weil ich habe das Gefühl, dass die ganzen Pokémon hier ein bisschen schwieriger zu fangen sind. So, und ab geht's in die Arena. Es gibt nicht, es ist klar, dass man, dass die Leute von Game Freak hier einen Tausch einprogrammiert haben, dass man direkt hier einen Onix bekommt. Weil, stellt euch mal vor, ihr habt einen Livie als Starter genommen oder ihr habt einfach viel zu schlecht trainiert und dann kackt ihr einfach gegen die Flugarena ab. Ihr habt einfach keine Chance und deswegen gibt es hier dieses Onix mit dem Spitznamen Aaron, was jetzt auf Level 5 ist, weil das Knopfenser, was ich dafür getauscht habe, war auch auf Level 5. Das Ding kann schon ziemlich gut hier in der Arena austeilen und auch einstecken, wie man sieht, weil die ganzen Attacken, wie zum Beispiel Schnabel und Tackle und was auch immer alles kommt, in dem Fall halt nur Schnabel von den Habitak, das macht bei Onix kaum Schaden, in dem Fall nur 2 KP. Und mit Kreideschrei und Tackle hat man eigentlich eine ganz gute Kombination, sprich mit Kreideschrei haut man erstmal mal die Verteidigung des Gegners ein bisschen runter, damit man mit Tackle ein bisschen mehr austeilen kann. Ja, das ist an sich auch alles gewesen, denn mit Onix kann man leider auch nicht viel mehr reißen. Deswegen habe ich die Kämpfe auch ein kleines bisschen gespeedet. Ist ja immer dieselbe Taktik, Kreideschrei bis zum Erbrechen quasi und dann mit Tackle einfach durchhauen. Auch das wird gegen Falk die Strategie sein, aber ihr werdet gleich sehen, dass Falk so ziemlich auf den Sack gehen kann. Aber ich denke mal, wenn ihr das Spiel schon ein paar Mal gezockt habt, was ihr mit Sicherheit getan habt, dann werdet ihr, denke ich mal, direkt wissen, was ich denn damit meine. Und ja, macht ja auch Sinn. So, natürlich die ganze Geblaber und Gequatsche, was immer direkt davor ist. Und jetzt geht's los gegen Falk, Leiter Falk. Und fängt natürlich an mit Taubsi. Wobei man sagen muss, das Team von Falk, das ist total langweilig, muss man ja sagen. Er hat einen Taubsi und danach auch einen Tauboga. Nur, wir müssen erstmal mit Kreideschrei natürlich versuchen, die Verteidigung des Gegners zu senken. Und jetzt kommt die Lehmschelle. Ich frage mich bis heute, warum eine Flugarena als Spezialattacke eine Bodenattacke aufweist. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr seht direkt, dank der Lehmschelle, was unsere Genauigkeit so ziemlich runter macht, kriegen wir kaum unsere Kreideschrei-Attacke zum Treffen. Deswegen habe ich direkt gedacht, okay, einmal haben wir getroffen, dann hauen wir einfach mal Radfatz raus. Und es macht Ruckzuck-Keep und one-hittet dieses Taubsi. Das ist einfach nur krass, wie dieses Radfatz abgeht. So, und jetzt kommt das Tauboga rein. Dann habe ich direkt gesagt, okay, komm, wir versuchen es einfach nochmal mit Onix, a.k.a. Aaron oder Aaron. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen schwächen, weil Tauboga ist schon ein bisschen mehr, ich sag mal, bulky. Und das Problem ist, wir treffen halt nicht mit Kreideschrei. Warum? Wegen dieser scheiß Lehmschelle. Immerhin haben wir einmal getroffen und wir versuchen uns weiter und weiter und zum Glück überlebt unser Onix mit einem KP, was uns direkt dazu reißt, Trank einzusetzen. Und wir versuchen es weiter mit Kreideschrei zu treffen, weil es ist wirklich reinste Glückssache, ob man überhaupt mit Kreideschrei trifft. So, aber jetzt wird es ein bisschen brenzlig, weil ich habe jetzt keinen Bock, einfach nochmal Trank einzusetzen, aber zum Glück trifft Kreideschrei zum dritten Mal minus 6 Verteidigung bei Tauboga. Das ist ziemlich hart, deswegen tauschen wir wieder sofort aus zu Radfratz. Kriegt direkt die Lebensschelle ab. Aber wir greifen ruckzuck an und treffen zum Glück. Wir haben da in dem Fall mit Radfratz wirklich Glück, dass wir immer treffen mit Ruckzuck-Keep. Und wir besiegen auch das Tauboga mit einem One-Hit. Ja, damit haben wir auch schon den ersten Orden erreicht.
erste von ganz, ganz vielen Orden, die es hier in diesem Spiel gibt. Und zwar hat man ja nicht nur die Johto, sondern auch die Kanto-Orden, die man auch alle einsammeln kann. Ja, und wir bekommen auch die TM-Lehmschelle auch direkt dahinter geschenkt. Aber ich frage mich immer noch, warum Lehmschelle? Es gibt halt viele bessere Attacken für die Flug-Pokémon, aber nein, es muss natürlich Lehmschelle sein. Die most abfuckt Attacke, die es gibt in diesem Spiel. Zumindest für den Anfang. So, das war's dann auch schon fast. Wir kriegen noch natürlich direkt den Anruf von Professor Lind, weil wir bekommen jetzt natürlich das Pokémon-Ei geschenkt, was wir am Anfang des Spieles vom Mr. Pokémon bekommen haben. Ich glaube, da brauche ich euch gar nicht sagen, was für ein Pokémon da rausschlüpft, aber ich bin mir nicht sicher, ob man Togetic in dem Fall auch ganz gut im Kampf einsetzen kann. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen, wie das dann aussehen wird. Und ja, damit sind wir auch schon an sich am Ende des Videos angekommen. Und ich hoffe, es gefällt euch dieses Format, was ich hier jetzt gestartet habe mit dem ersten Part zu Road to Stadium 2. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich in Zukunft auch direkt ein super Team aufbauen kann. Ich bin abgemischt fürs Zuschauen und schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Haus rein und ciao.